Servus Community, ja, wir haben in der letzten Folge die Moto3-Szene erfolgreich bekommen und haben uns den Zapfisch entledigt mit vielen, vielen Mutanten. Ich finde, das war eine richtige Highlight-Folge. Spannend bis zum Schluss. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Ja, und heute werden wir den Waggon versuchen zu holen. Ja, und werden wir schauen, ich schätze mal, das wird alles nicht so einfach werden. Aber wir werden das schon hinkriegen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo da. So, jetzt werden wir mal schauen. Nee, da können wir sicher nicht hin. Schauen wir mal raus. Ich glaube nämlich fast, weil wenn wir da weiterfahren, da kommen wir ja direkt daher. Das ist ein Schmarrn. Da gibt es aber keine Weichenstellungen, oder? Ja, fahren wir weiter. Es schaut nicht so aus, wenn man da irgendwelche Weichen stellen könnte. Zumindest sehe ich augenblicklich nichts. Weil da dürfen wir nicht hin, weil da ist Dead End. Also das bringt uns im Prinzip gar nichts. Hallo? Schauen wir mal, wo wir da wirklich entlang fahren. Ah! Tschü-tschü! Obwohl, da, stopp! Das schaut schon wie eine Weiche aus. So. Ich bin mir nämlich fast sicher, ja. Muss ich da irgendwas umstellen? Ja. Denk mal, ja, weil bringt nicht wirklich viel, wenn man da wohin kommt, wo wir gar nicht hin wollen. Wo kommt denn das scheiß Vieh her? Schnell in die Motor-Dresine rein. Gut, also solche Zeichen sind scheinbar ja eine Weiche. Ja, dann wären wir wieder ins Dead End gekommen. Bringt rein gar nichts. Wenn wir da durchfahren einfach. Ja. Wir müssen da hinten. Ja. Ja. Ja.
Aber wir müssen uns auch den Banditen entledigen, fürchte ich. Machen wir mal ein bisschen was mit Schleichen eliminieren können. Na, das klingt aber nicht gut. Warte, ich will euch eigentlich gar nicht töten. Ich mach's kurz, Leute. Der Schweinehund versteckt sich. Und in 5 Minuten will ich seinen Arsch hier auf dem Tablett serviert bekommen. Speichern ist das A und O in dem Spiel. Schauen wir mal, ob es da einen anderen Eingang gibt, der uns nicht unbedingt... Boah! Sorry Leute, aber ich habe mit denen gar nicht gerechnet hier jetzt, ja? Shit. Mit denen habe ich da jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich glaube, wir sind fast ein bisschen zu weit mit der Motordresine gefahren. Das ist irrsinnig. Schwierig, weil man stirbt doch recht schnell, trotz Heilung und alles, aber 2, 3 Schüsse und es hat niemand. Ja, natürlich bin ich hier. Ich habe einen Namen, Artyom, ich bin kein Schweinehund. Ihr seid die Schweine. Da ist er, dieser Scheißer! Thank you.
Überall. Ich würde lieber da raufklettern und von oben runter arbeiten. Ich glaube, das ist die sicherere Variante. Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen was getötet da, aber trotz alledem. Ich glaube. Die haben echt den absoluten Röntgenblick. Wurscht, sie sehen mich. Unglaublich. Das ist echt eine massive Geschichte da in diesen, in diesen Lokschuppen, Waggonschuppen. So, jetzt müssen wir das ein bisschen anders angehen. Wir haben auch wenig Munition. Was? Hierher, er ist hier! Nimm die Lastung, meine Hund! Warum wissen die das? Das ist ja unmöglich. Das verstehe ich nicht. Das hat mich keiner gesehen. Das wird einem nicht leicht gemacht, da einfach durchzuschleichen. Ich meine, normalerweise ist es so, wenn man ein paar Gegner ausnockt, dann ergeben sich die anderen. Werden wir schauen, ob das hier auch so ist. Aber das bis jetzt, die Banditenlager und das alles haben eigentlich gut geschupft. Bis auf das eine Mal. Aber das ist jetzt echt ein bisschen eine harte Nummer.
tot? Ich hoffe mal. Wollt euch echt, Leute, leben lassen. Das muss mir echt einmal einer erklären, wie mir der sieht. Natürlich siehst du mich. Ja. Hammer, wo ist ihr da hergekommen? Komm raus, verdammt nochmal! Ich finde dich sowieso! Also mach mich nicht noch wütender! Sobald ich dich sehe, du Schweinehaus, bist du tot! Hört mal, Leute! Der Mistkerl ist hier noch irgendwo! Findet ihn bevor... Dafür machen wir dich zu Sau, du Hurensohn! Na, schön sprechen. So. Manchmal kommt man einfach nicht vorbei und dieser Weg ist natürlich der ungünstigst mögliche. Der schaut natürlich. Da ist der Scheißkerl! Ich
siehst, das ist tödlich. Du kommst einfach gar nicht. Scheiße! Ich muss nachladen! Dieser Hammer! Das ist dann immer die Frage, in was für Richtung schaut der? Natürlich. Na gut. Beruhig dich mal, alles gut. Scheiße, musste der Scheiße ein Ende bereiten. So, schaut gut aus. War jetzt zwar nicht unbedingt die beste Aktion, aber es hat funktioniert. Schauen wir noch darauf schnell, ob es da oben irgendwas Besonderes gibt, weil nicht, dass wir irgendwelche Waffen-Upgrades oder so vergessen. Wäre echt schade. Und wir haben ja da einiges verbraucht jetzt. So, na sehr gut, dann können wir diesen Waggon jetzt holen, glaube ich. Ja.
Tun wir nochmal zur Sicherheit speichern. Wer weiß, für was gut ist. Puh. Hätte besser laufen können, war nicht so gut wie in dieser Halle, wo wir die Dresine geholt haben, aber es. War mir grundsätzlich nicht schlecht. Schauen wir mal, ob der jetzt automatisch am See fährt. Ja. Das schaut gut aus, das dürfte echt nur eine Strecke sein zur Aurora. Noch da oben sitzt, ich weiß nicht. War gar nicht so einfach das Ganze. Sind wir noch richtig? Ja. Also ich meine, ich hoffe mal, dass die da nicht reingesprungen kommen. Das wäre nicht so ideal. So, meine liebe Community, aber wie es da jetzt mit dem Konvoi weitergeht und wie wir weiterkommen mit der Aurora, weil es geht ja dann noch definitiv um die Brücke, die man noch runterlassen muss, wo sicher extrem viel Widerstand herrschen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Abo da und es gibt noch viel anderes auf diesem Kanal zu sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Taurus aka Erwin, ciao ciao.